Naja, habt ihr mir denn gar nichts zu sagen? Also, wollt ihr mir nicht erzählen, wie es bei der Auktion gelaufen ist? Nein? Oh, sehr gut. Ja. Tadellos. Besonders die Canapés und die Appetithäppchen. Ja, auf sowas legst du Wert. Nein, nein, also wirklich ganz im Ernst. Die Auktion war ein voller Erfolg. Ja, das stimmt. Ich kenne mich mit Malerei zwar nicht aus, habe aber einen guten Geschmack. Die Leute waren so glamourös, sehr stilvoll, wirklich sehr elegant. Finden Sie nicht auch? Mhm. Danke, Maggie. Sie gestatten? Und Amber, wie war dein Tag? Hm? Machst du weiter mit dem Skate-Training? Läuft es gut? Ja, wir trainieren sehr viel. Bald ist ja das Festival, also sind wir voll dabei. Wie schön. Ich würde dir gerne mal zuschauen. Nein, nein, mach dir keine Umstände. Das ist nicht nötig. Aber nein, das macht mir doch keine Umstände. Ich käme wirklich gern, aber wenn du nicht willst, wenn es dich stört, dann... Ich würde dich auch gern sehen. Wirklich sehr gern. Willst du wirklich kommen? Ja, naja, wenn es noch Plätze gibt. Also, wenn das möglich ist, ich würde auch gern zuschauen, Amber. Wie? Auf einmal wollen mich alle sehen? Ich verstehe das nicht. Aber nein, danke. Ich muss mich konzentrieren. Cousinchen, was ist mit dir? Willst du mich nicht sehen? Doch. Ja, ich würde die Red Sharks wirklich gern sehen. Na klar, das würdest du gern. Vor allem hast du sicher große Lust, Emilia auf der Bahn zu sehen. Hör zu, Amber. Die Red Sharks und Emilia sind nicht sehr nett zu mir gewesen. Und zu den anderen vom Roller-Team auch nicht. Aber deswegen seid ihr kein schlechtes Team. Man muss lernen, die Dinge zu differenzieren, Amber. Ich weiß nicht, was du damit sagen willst. Ich will damit sagen, dass ich euch euren Erfolg gönne. Außerdem finde ich es inspirierend, euch alle auf der Bahn zu sehen. Sicher wird euch alles sehr gut gelingen. Ich wäre echt gern dabei, wirklich. Ist das wahr? Ja, ganz sicher. Ich habe keine Angst vor euch. Ich denke eher, dass ihr euch vor uns fürchtet, weil ihr euch die ganze Zeit mit uns messen wollt. Ich freue mich, euch auf der Bahn zu sehen. Pedro, du spielst D und dann G. Ja, geht klar. Jungs, Essen ist fertig. Kommt ihr? Na klar. Was ist jetzt? Kommt. Wir liefern nicht. Wer nicht da ist, kriegt nichts. Matteo. Matteo, alles in Ordnung? Ich kann es einfach nicht fassen. Ich habe Emilias Bedingungen alle erfüllt. Ich habe sogar vor Amber gesagt, dass ich mit dir gehen würde. Und was jetzt? Wollt ihr es wissen? Sie will sich nicht an unsere Abmachung halten. Ich habe es dir gesagt, Matteo. Also ärgere dich nicht. Sei vorsichtig. Diese Mädchen kann man nicht trauen. Hätte ich mal auf dich gehört. Naja, ich hatte keine andere Wahl. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich das Video zurückbekommen kann. Aber es hilft nicht, sich über Vergangenes zu ärgern. Man muss nach vorne schauen. Weißt du, was ich befürchte? Wenn ich das Video nicht wiederbekommen sollte, dann wird Luna nie erfahren, dass ich Emilia nicht geküsst habe. Beruhige dich, Matteo. Früher oder später werden alle die Wahrheit erfahren. Aber ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht länger aus, Luna jeden Tag so zu sehen. Versteht ihr? Ich will sie einfach nur wiederhaben. Sonst nichts. Matteo, hör zu. Im Moment kannst du nichts ändern. Also ist... Bist du Salat? Sehr lecker. Danke, Pedro. Guten Appetit. Was hast du dir wegen der Akustikshow überlegt? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich bin durcheinander. Aber ich muss mich trotzdem entscheiden.